Machen wir lecker Weinchen. Nicht umhängen! Nein, nein, nein! Stein ist größer! Stein ist größer! So, lieber Herr, beim Formel 1 großen Preis von Monaco hat der Albert früher mal gesagt, ich freue mich ganz besonders gerade, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch und Georg verleiht dir erstmal unsere Chorkönigskette. Frischen Chorkönig bitten, die Vetterorden auszuzeichnen. An 1. Schmitterich Doppels. Hier sind wir, Alex Hompels. Mein lieber Alex. Mein lieber König. Ich freue mich auf das. Mehr als zu denken. Gartenstädter 2, Oliver Hütsch. Ja, genau.
Unser Leutnant. Ja, ja, ja. Du. Ja, so müssen wir anmachen. Unser aktueller Leutnant in dem. Ja. Darf mal den Leutnant von den ranghöchsten Offizier. Ja, 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 den Leutnant. Wie sagt man den Leutnant? Den Leutnant. Den Leutnant. Den Leutnant. Obzerkopfens. Dankeschön. Ich glaube, ihr habt den zum ersten Mal, ne? Ja, ja, haben wir. Definitiv. Ja. Ja. Das ist ein Mann, ja, der mit Lachen. Ja. Dankeschön. Frischgetränke liegen bei. Okay, ja. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Ja, wir haben. Denkt dran, ne, Raketten drauf, Kavier, Hühnerbein. Ja, und. Wir machen alles voll. Ja, machen wir. Alles klar. Gebt ihm unter Haft. So, bevor ich jetzt zur Einzelwertung komme, in Rangfolge, haben wir noch ein Ding am Herzen. Wir haben bei den Scheibenschützen in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen was Besonderes gemacht. Wir hatten vor 2 Jahren unsere Brillensammelaktion, wo wir alte Brillen eingesammelt haben für Bedürftige. Dieses Jahr haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt, worüber sich vielleicht der ein oder andere vielleicht schon mal Gedanken gemacht hat, aber irgendwie doch immer wieder an ACTA gelegt hat. Wir haben in Deutschland verschiedene Organisationen. Einmal die Geschichte, wo man immer darüber hört, Knochenmarkspenderdatei, DKMS und Ähnliches, wo da so geht, Stammzellendaten zu hinterlegen und eventuell Leute in neuen Gebieten zu helfen. Hat mich letztens erschrocken, weil ich dachte, die müssen doch mittlerweile so viele Leute haben, dass da für jeden was gefunden wird. In der DKMS sind bis dato mal schlapp 290.000 Spender registriert. Das ist quasi mal ein Viertel Düsseldorf. Ja? Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Spendenaktionen da schon gelaufen sind, ich habe gedacht, das wäre halt Deutschland, aber auch Pustekuchen. So, zweite Aktion ist, also ich werde heute Abend wegschmeißen meinen alten Organspendeausweis. Ich habe da so ein altes Pappding in der Tasche. Der Armin war so nett, die ganzen Dinger in neuer Version zu besorgen. Die sind also mittlerweile hier so ein bisschen aus kunststoffverstärkter Pappe. So, vor allem brauchen wir auch nicht mehr laminieren, weil die sind relativ stabil. Ich habe meine schon ausgefüllt, von wegen Organspendeausweis. Wir haben die Dinger hier liegen. Auch in ausreichender Anzahl. Das heißt, da kann also jeder für seine Zucht mal so ein Stäbchen mitnehmen und bei der nächsten Versammlung vielleicht mal ansprechen. Denk vielleicht mal dran, da bist du schneller, wie du denkst. Ja, also du gehst morgens zum Arzt und denkst, guckst mal nach wegen ein bisschen Husten und so weiter und dann sagt er dir irgendwas, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast. Und eventuell liegst du selber mal da und wartest drauf, dass von irgendwoher ein Ersatzteil kommt, was du vielleicht brauchen könntest. Ja? Eurotransplant, ich meine, die schlagen jedes Jahr so Ende März, Anfang April, schlagen die Uhr, wenn die Motorräder wieder zugelassen werden. Ja? Aber man muss sich ja jetzt nicht zwangsläufig kaputt fahren, man kann ja auch nicht mehr greifen, mal Pech haben. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, bedingt durch persönliches Pech vielleicht jemand anders am Leben zu halten, ist das vielleicht eine tolle Sache, aber nehmt euch mal die Spenderausweise mit, ne? Nehmt sie mit in die Zugversammlungen rein und wenn da der eine oder andere bereit wäre, du brauchst ja nichts zu machen, du brauchst dich irgendwo anmelden, du füllst das Ding aus, tust in eine Tasche, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, dann habe ich da mal keine Lust für, das soll mein Freund scheint, dann kannst du das auch ankreuzen, ne? Nur dass eben da schon mal für eventuelle Vorsorge getroffen ist. Ne? Aber wie gesagt, die Dinger hat der Arm wieder liegen, ne? Wie gesagt, ausreichend Anzahl, nimmt sich jeder Zug und Päckchen mit, quatscht noch bei der nächsten Zugversammlung mal durch und dann sind wir da vielleicht schon mal einen Schritt weiter. Hallo. Ja. Bester Schütze 2015. Ich muss die halt auch schon mal tragen. Ich kann die also helfen, wieder bei der Uniform frisch, aber das ist doch sehr, sehr wichtig. Einmal unsere Schießschuhe. Wir können die auch festhackern jetzt. Und dann einmal macht sich ganz hervorragend auf dem Kabinensims, weil auch recht nett gestaltet, also die macht sich schon schick. Ne? Wenn er da jetzt so ein bisschen Lichter tut und so weiter, sieht das wirklich klasse aus. Ne?
unser Wanderpokal, bester Schütze von Kirchhoff. So, kaum war der Vogel unten, sprachen wir schon die ersten an. Laut Jon war Amateur. Nebenbei, wenn ich Chor schießen habe, ist er gar nicht noch vor. Und das heißt, also ich würde mich freuen, wenn wir gleich noch mit ein paar Kameraden oben an der Tür und am netten Abend machen, mal blödes Zeug erzählen und noch ein paar Stunden zusammen sind. Ansonsten wollte ich halt gebeten. Gleichzeitig, bevor wir jetzt hier auseinandergehen und ich mit den Anfang durchlese, möchte ich am häufigen Schießen schon beenden, bevor ich die geehrten Kameraden entlasse. Und schließen auch ein Dreimal hoch auf unser Weflinghofen, auf unser Königspaar Georg und Petra und auf unser Scheibenschützenchor. Liebe! Hoch!